nämlich sie selbst Applaus wären. Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Form wachsen und sich zu halbbewussten Wesen formen lassen, es war Gott. Aha, und wer hat Gott erschaffen? Ich finde, dabei will doch irgendwas nicht passen. Passen wir jetzt nochmal zur Übersicht zusammen. Das Nichts, der Urknall, Menschheit, Untergang. Nee, Moment, stopp, das ist zu einfach und zu ausgedacht. Wir werden schon von all den anderen Weltraumrassen ausgelacht. Als die nichts checkenden, sich selbst zerstörenden, verrückten, deprimierten, die nichts sehen und nichts hörenden, die um sich schlagenden, verängstigten, bekloppten, die vergaßen, was sie waren und sich selber ständig poppen und sich toppen in der Disziplin der Selbstverarschung. Unsere Labyrinthe übersteigen die Erwartung jedes möglichen Meisters der Labyrinthe Dichtkunst. Wir folgen dem Kaninchen und ruf, plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre fallen, Leute, die versuchen sich mit Gurten festzuschnallen. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Wind schon hyperkaltetes, das sich den Spaß gefallen lässt, bis schallendes Gelächter durch den Wind hallt. Denn manche machen plötzlich mitten im Wind halt. Sie stoppen, nein, sie schweben und sie lachen sich halt tot, haben aufgehört zu halten und gestalten ihre Not um zu Tugend. Sie bemerken, dass das Fallen zum Schweben wird, wenn man aufhört, sich an Dingen festzukrallen. Schon immer, ich glaub, ich hab's noch immer nicht kapiert. Es war nie nichts vorhanden, es ist immer was passiert. Seit wann? Mann, bleib mal bitte konzentriert. Worauf? Auf dich und das Ewige, verdammt. Warum? Es ist der Ort, aus dem deine Existenz stammt. Na und, ist doch nicht mein Problem. Wer spricht denn von Problem? Kannst du das Wunder denn nicht sehen, dass sich dreht und entsteht und nicht stoppt, sich zu drehen und dabei nicht zu emittieren und in sich selbst einzugehen? Licht, welches Licht? Erzähl mir nicht, du siehst das Licht nicht. Nee. Alles um dich rum glüht, nur dein Ich nicht. Denn dein Ich ist das Prisma, durch das ich das Licht bricht. Das Bündel selektiert und stellt sich da wie deine Ich-Sicht. Doch in Wirklichkeit ist dein Ich viel umfassender, ein Teil des Teils. Und wieder sein wird, wenn du dein Ich verschmelzen lässt. Mit allem um dich rum, in dir drinnen und dem ganzen Rest. Licht mit Dunkel, die Null mit der Eins. Das Bewusstsein mit dem Körper und das alles mit dem Keins. Und so vereinst du den Schein mit dem Sein. Den montierst dein altes Heim, um dein Wesen zu befreien. Was redest du für Scheiße? Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise. Liefer mir erstmal Beweise. Wofür? Für den Scheiß, den du reimst. Du meinst es mit der Quelle und der Null und der Eins? Ja! Okay, lass mich grübeln. Ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Auch du musst wissen, dass es hier ums Ganze geht. Nicht um den Namen, der auf deinem Schulranzen steht. Identität ist etwas Überpersönliches. Ja und Nein sind nichts Unversöhnliches. Schwarz und Weiß sind beide Licht. Und die Non-Existenz, die gibt es nicht. Das sind keine Beweise. Nein, das ist nur Vorbereitung für das, was ich dir zeige. Du willst erwachen, Enthüllung, Befreiung von allen Schleiern, dann bitte ich um Verzeihung. Mit dem, was ich dir zeige, schock ich dein Verstand. In Wirklichkeit bist du eine Socke auf einer Hand. Nein, doch. Nein, doch. Quatsch. Echt? Was? Ja. Nee. Also kehren wir zurück an den Ursprung des Ursprungs des Ursprungs des Ursprungs. Zurück an den sogenannten Eisprung des Ursprungs. Und was davor ist, ist dann quasi meine Quelle, an die ich jetzt mal jene kühne Frage stelle. Sie antwortet nicht, nicht gerade eine Quelle, die du Service besticht. Vielleicht ist sie auch gerade nicht da oder wollte nicht gestört werden oder hat mich kommen sehen und wollte nicht genervt werden. Oh Mann, schon wieder dieser Peng, der kommt hier immer an und sieht alles so eng und fragt Fragen, Fragen, die den hochgestellten Fragen tragen. Fragt seine Fragen, bis sich sogar seine Fragen tragen. Fragt er nur des Fragens will, will er wirklich Fragen stellen? Fatale Fragen, fatale, die ihm aus dem Poren fällt, versucht mich zu umstellen. Reitet Fragen der Wellen, die sogar selber Fragen stellen. Wartet, ich verarsch ihn, werd mal meine Stimme verstellen und ihm sagen, Antworten soll er bei Quelle bestellen. Bestell doch all deine Antworten bei Quelle und nicht bei mir, der Quelle allen Seins, oder? Pass mal auf, also wenn du schon von Schocken redest, du bist hier der Typ, der gerade mit einer Socke redet, die auf deiner Hand sitzt und mit deiner Stimme spricht und du behauptest, die Behauptung dieser Socke stimmt nicht. Falsch! Ich bin die Quelle selbst, es ist gar keine Hand, mit der du dich unterhältst, du glaubst wirklich, du bist ein abgetrenntes Wesen vom Kosmos, vom Urgrund hier, vom Leben, eigenständig, unabhängig, mit eigenen Gedanken, du spinnst, wenn du nicht fühlst, du bist Teil eines Ganzen von mir. Wiederstand ist vergeben, du bist die Socke auf meiner Hand. Bisher bist du voller Wahrheit weggerannt. Aber Socke, halt's Maul, du bist Gott.
Fenster fliegen Socken vorbei. Logbucheintrag 612, an meinem Fenster fliegen Socken vorbei.